Blumen und Kerzen erinnern an das schreckliche Drama, das sich am gestrigen Donnerstag im Ärztehaus in der Bahnhofstraße abgespielt hat. Gegen 13 Uhr waren dort Schüsse zu hören. Dieses Handyvideo wurde der OP zur Verfügung gestellt. Es zeigt, wie sich bewaffnete Polizisten hinter einem Auto verstecken und den aus dem Gebäude kommenden Menschen zurufen, sie sollen in Deckung gehen. Patienten und Mitarbeiter des medizinischen Versorgungszentrums rennen geschockt auf die Straße. Semi Gerbeye, Inhaber des Fionas, hat von gegenüber gesehen, wie Polizisten die Straße abriegeln und das Gebäude umstellen. Er ist noch immer fassungslos. Ja, ist unvorstellbar, so also eine schlimme Sache hier direkt in der Nachbarschaft passiert. Kann man eigentlich, da gibt es nichts zu sagen. Das ist schlimm für die Beteiligten, die im Umfeld da was mit zu tun haben. In den Räumen der radiologischen Praxis war es zu einer Tragödie gekommen. Ein 53-jähriger Arzt hat seinen 67-jährigen Kollegen erschossen und dann sich selbst getötet. Nach ersten Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft gab es schon länger Auseinandersetzungen zwischen den beiden. Der 67-Jährige wollte eine Praxis in Stadtallendorf eröffnen. Es soll zur Auseinandersetzung zwischen den beiden Beteiligten über den weiteren Praxisbetrieb gekommen sein, was derzeit als mögliches Motiv der Tatbegehung gewertet werden kann. Der 53-Jährige streckte seinen Kollegen in einem Büro mit mehreren Schüssen nieder. Patienten oder Mitarbeiter waren dabei nicht zugegen. Der 53-Jährige war berechtigt, eine Waffe zu tragen. Der mutmaßliche Schütze war berechtigter Waffeninhaber als Sportschütze. Er verfügte über eine waffenrechtliche Erlaubnis und besaß die am Tatort sichergestellte mutmaßliche Tatwaffe demnach legal. Es handelte sich hierbei um eine Pistole Walther P99. Mit einem Ergebnis der umfangreichen gerichtsmedizinischen Untersuchung ist Anfang kommender Woche zu rechnen. Derweil hat das Uniklinikum erklärt, den Mitarbeitern und Patienten des Diagnostikzentrums helfen zu wollen. Patienten, die in diesen Tagen dringend geröntgt oder radiologisch diagnostiziert und behandelt werden müssen, können sich unter anderem an das UKGM wenden.